Ein herzliches Willkommen zu unserer Wettbewerb Let's Play Darksiders. Ich bin Sam Muffix und wir sind hier gerade auf der Suche nach Wulgrim, einen Dämonen. Wir wurden hier unserer Kräfte beraubt als Krieg und sind hier wieder auf die Erde zurückgekehrt, während hier der Krieg zwischen Himmel und Hölle immer hier sich noch befindet. Und jetzt schauen wir mal, wo wir finden können und was aus der Welt geworden ist. Wie lange war ich fort? In Erdenjahren? Ungefähr ein Jahrhundert. Lange genug, dass die letzten Mundatmer aussterben konnten. Dann ist das dritte Königreich verloren. Ich hab dich fast nicht kommen gehört. Wulgrim. Der Rat hat mich also endlich ernst genommen. Wenn das so ist, wirst du sicher nicht mit leeren Händen kommen. Sonst wird dies die kürzeste aller Vorstellungen. Da waren ein paar junge Leute. Spektakulär. Du willst wissen, welche Macht hinter dem Zerstörer steckt? Du wirst die Antworten und die Quelle seiner Macht dort finden. Hast du es so eilig zu sterben? Du bist nicht einmal ein Schatten deines früheren Selbst. Du würdest nicht einen Moment überleben. Abgesehen davon ist der Weg zu dem Turm durch Dämonenmagie verhüllt. Nicht einmal ich kenne den Weg. Wer kennt ihn? Stille meinen Hunger. Dann stille ich deine Neugier. Darf man Wulgrim töten? Ist es wirklich so schlimm? Ein Mistkröte. Also 100 Jahre sind vergangen, von den Menschen sind im Endeffekt noch Zombies da. Ja, ich krieg ja nichts durch die Typen, Mann. Und der macht da merkwürdige Geräusche, super. Fordert sich ein Gegenstand der Dämonen, der die Lage von Drohnen im Umfeld auf der Karte enthält. Okay, das ist wichtig. Dort hinten, okay, gut. So. Ich dachte schon, ich muss jetzt 350 von diesen Gegnern hier besiegen, Mann. Da, hier. Oh nein. Scheint irgendwie gar nicht zu stören, Mann. Stört ihn echt nicht. Scheiße. Nein, was machst du da? Okay. Alter, jetzt klappt's nicht mehr, Mann. So. Der gerade eben hat aber deutlich mehr Leben. Schade. Vorher hat das noch besser geklappt. So, aber da gibt's erstmal Leben wieder. Aber das ist... Davon habe ich ja nichts. Wo ist denn das? Komm wieder vorbei. Okay, irgendein merkwürdiger Edelstahl. So, da kommen wir nicht vorbei. Dann gehen wir zu der anderen Truhe. Ich mag das nicht, von Dämonen abhängig zu sein, Mann. Was ist denn da? So, ich weiß nicht, aber sterbe ich? Nö. Okay, schwimmen können wir. Tauchen können wir auch. A zum Abtauchen, X zum Aufstellen. Okay. Ich bin Krieg, ich muss nicht atmen, das ist schon mal sehr gut. Was ist da?
Artfakt Soldat. Diese alten Insignien wurden den Legionen der Hölle als Trophäen für das Blutbad in den letzten Tagen der Welt überreicht. Bring sie zu Vulgrim, damit er dich dafür entlohnt. Aha, das ist jetzt die Belohnung von Vulgrim. Naja. Dann sollten wir jetzt ein paar Seelen von ihm bekommen und daraufhin sollte uns dann ja hoffentlich weiterhelfen, Mann. Also, Vulgrim, ein sehr netter Spielgefährte, das haben wir schon gemerkt, Mann. So, wo geht's da lang? Ah. Machen wir mal einen auf Wandkletterer. Alter. Was kommen hier für eklige Sachen überall raus, Mann? So, 367, Mann. Geht doch wie das Brezelbacken hier mit der Erfahrung. So. Das war's erstmal und dann geht's weiter. So, das war jetzt die erste Kiste. Jetzt schauen wir noch, ob wir noch ein paar andere finden. In der Hoffnung. Oder noch mehr hier. Ehemalige, also ich denke mal, es waren ehemalige Menschen zu eliminieren. So. Aber wir finden schon unseren Weg. Stört's eigentlich kein. Wieso greift eigentlich alle ihr mich an? Hey, das ist ein super Dämon. Der hat sicher super viele Seelen. Dem wird's hier. Und dann zoomt er auch noch. Ich fühle mich so verarscht, Mann. Na. Wer von uns hat den härteren Job, Mann? So, ich hasse Zombies, Mann. Aber so geht man ab mit Zombies um, Mann. Niedermetzeln. So. So, 387. Dann kommt da ein neuer Dämon. Oh, was bist du denn? Blocken. Ah, okay, wir können eher blocken. Komm, hau mal. Oh, komm. Oh, Leute. Oh, das ist ja fies, Mann. Also eine Beine abhacken, Mann. Sehr geil, anstatt dass sie. Das macht er immer. Anstatt dass er einfach so einen Gegner tötet. Also ein bisschen stärker, ne? Da tut er sie immer noch mal so richtig schön quälen. So, da hinten nochmal ein Kistel. Alter, dieses Schlürfe, das ist anstrengend, Mann. Hört's auf damit. Ich weiß, ihr habt nicht so das leichteste Leben. Aber ihr auch nicht. So. Okay, jetzt habt ihr mal gar kein Leben mehr. Bam! Auf die Blotze hier. So, gib mir Seelen. Ah, langt schon. Aber ich denke, wir haben hier drei Kisten gesehen, oder? Aber wenn wir schon mal da sind. Oh, was will ich da drei? Was? Überall haben wir Kisten. Wir haben jetzt genug Seelen, um Vulgrims Hunger zu stillen. Vielleicht kann er jetzt unsere Mann stillen. Alter, schwere Gegner. Komm, niederhaken. Alter, ist das unfair, Mann. Ich wollte den doch nur abmetzeln. So. Komm. Nein. Oh, verdammt, Mann. Genau. Jetzt komm schon! Ihr seid mir definitiv stark für jetzt schon für den Anfang, Mann. So, ich dachte schon, der hält mir jetzt auf, dass ich hier weitergehe. Ja gut, also das sind eher die Standardgegner anstatt diese kleinen Viecher, Mann. So, jetzt haben wir gerade einen anderen auf den Dach gehabt. Bam! Wieder auf dem Fuß, Mann. Okay, und die geben dann hier schön viel Wut ab. Obwohl, wütende, glaube ich, ist unser Krieg eh immer. Da muss man ihm mit nachhelfen. So. Bam.
So macht man das. Also, wo geht's weiter? Da ist eine Kiste. So, ah, was ist nur eine Heilkiste? Da unten. Ja, noch da unten ist was. Die sieht doch schon viel besser aus. Okay, sehr schön. Ansonsten ist hier nix. Ja, ihr seht, das ist auch im Endeffekt so, also bis jetzt haben wir eher die God of War-Züge dieses Spieles gesehen. Eben viel Metzeln, viel Niederding. Und man muss ja auch sagen, der Zelda-Anteil ist auch deutlich geringer als der God of War-Anteil. Aber der Gedanke ist trotzdem ganz nett. Wir haben eben in diesem Spiel die Chance, unterschiedliche Sachen zu finden, zu suchen, zu erleben, indem wir eben spezielle Sachen machen. Zum Beispiel eben, dass wir kleine Rätsel lösen, dass wir auch später, da werden wir dann auch noch irgendwelche schönen Gadgets bekommen, mit denen wir weiterkommen. Das ist dann so der Kerngedanke des Spiels, eben, dass man auch neben dem Schnetzeln und Metzeln eben auch was zu tun hat. Nicht, dass Schnetzeln und Metzeln irgendwas Schlechtes wäre, aber es ist nicht schlecht, wenn man noch was Zusätzliches hat. Spawnen sie eigentlich nach? Aber wie ich da hochkommen soll? Keine Ahnung. Außer, nö, da gibt's nichts zum Hochklettern. Tja, schade Schokolade. Gehen wir weiter. Wir haben unsere Seelen. Und bevor der mir noch weiter hier ins Ohr hier wird. Diese alten Tore haben ihren eigenen Kopf. Aber hiermit wirst du vielleicht verstanden werden. Hinter dem Tor musst du Samaels Gefängnis suchen. Einst war Samaels Macht fast so groß wie die des dunklen Prinzen. Manche sagen sogar, er sei eine Bedrohung gewesen. Du wirst feststellen, dass er kein Freund des Zerstörers ist. Komm zu mir, wenn du noch mehr Seelen gesammelt hast. Ich werde dich dafür entlohnen. Aber erstmal sollten wir es ausrüsten, oder? So, wenn Sie wünschen, aus dem Gegenstand. Jo, gut. Also. Oben. Das Hornsignal meiner Ahnen. Endlich aus dem traumlosen Schlaf erwacht. Sind wir also frei? Niemand ist frei, solange der Zerstörer noch atmet. Der Zerstörer, ja. An seine Dienste sind wir gebunden, obwohl wir Feinde bleiben. Daher sind seine Feinde unsere Freunde. Schreite hindurch, Freund. Du musst den Sieg bringen. Du musst die Freiheit bringen. Wenn das Tor war, kann ich es kaum erwarten, herauszufinden, was dahinter ist. Nee, das war jetzt zu lustig, Mann. Die Leute hier wegzupunchen. Oh, und da habt ihr mir noch zu einer Kiste gebracht. Das ist aber nett. Eigentlich wollte ich hier nur dem werten Samael hier folgen. Und nicht die Gegner anfurzen, aber ist eigentlich auch ganz nett. So, okay Leute, cooles Tor. Einen kleinen Verbündeten haben wir gefunden, immer etwas. Und noch ein paar Seelen. So. Ja, aber Leute, wir schauen noch nicht hier, was Vulgrim so im Petto hat. Man, damit warten wir noch ein bisschen, weil deprimiert mich nur. Also übrigens da oben. Seht ihr das? Da leuchtet irgendwas blau. Alter. Wollt die Krähe mich angreifen?
Ich hab keine Ahnung. Na egal. Okay, Leute, das ist ein netter Wächter. Schon ein cooles Drum, aber so den da hinzustellen. Aber jetzt machen wir ja die Tür auf. Genau, mit Schmockes. Also, was gibt's hier? Ein Tisch. Na gut. Nehmen wir den mal mit. Ihr wisst ja, man soll immer was mitbringen, wenn man eingeladen ist. Und wenn man nicht eingeladen ist, dann bringt man einfach mal so ein Präsent mit. Es ist nie schlecht, ein kleines Präsent dabei zu haben. Also, komm. So, Training. Also, kommt her, wo seid ihr? Ja, super. So. Also bei dem klappt es leider. Nein. Oi. Bei dem klappt es nicht ganz so gut. Und jetzt explodiert er. Wie beim anderen Gegner, einfach so in die Luft hüpfen. Aber ist auch eine gute Idee. Ihr seht, teils klappt es doch, dass man das schön den Gegnern ausweichen kann. So, meine Kiste. So. Ich habe das Gefühl, wir locken damit die Gegner an. So, da oben ist schon wieder so ein merkwürdiges Ding. Keine Ahnung, was das ist. Warte mal, da können wir hoch. Also irgendwie können wir da scheinbar rüber, aber das Ding haben wir wahrscheinlich hier noch nicht, mit dem wir das machen können. Und den Sprung schaffe ich eh nicht. So. Komm. Komm, du Quampata. Weg. Das sind echt fiese Gegner, Mann. Einfach so explodieren, Mann. Das ist sowas mal hier gar nicht. Okay, dann gehen wir erstmal wieder auf Tauschstation. Hallo? Das sieht doch mal schon mal gut aus. Also okay, mit diesem blauen Haken, ich denke, da werden wir irgend so einen Enterhaken oder irgend sowas mal bekommen. Also hoffe ich jetzt mal. So, was ist denn hier? Eine Kiste! Mit einem schwarzen Rauch. Stücke des Lebensstein. Sammeln Sie 4 Bruchstücke eines Lebensteins zu erschaffen, des Kriegs Gesundheitsmaximum erhöht. Oh, also okay, jetzt habe ich einen Fehler nämlich gemacht. Ich habe nämlich vorher eine Kiste nicht mitgenommen. Weil ich dachte, es ist eine Heilkiste, vielleicht können wir die noch gebrauchen. Aber wenn da sowas Schönes drin sein ist, dann muss ich glatt nochmal zurücklaufen. Warte, da geht's weiter. Da geht's zurück. Dann holen wir jetzt ganz kurz hier die Kiste. So, weil das wäre echt schade, wenn da jetzt auch so ein Stück eines Gesundheitssteins wäre und ich das jetzt mitgenommen habe. Einfach aus purem Geiz. Weil ich dachte, ja Max, wenn du ein bisschen Leben verloren hast, gehst du nochmal zurück. Aber das ist nur Leben. Naja, wurscht. So, dann marschieren wir weiter. Was ist da? Da hat doch gerade irgendwas gerade geleuchtet, oder? Heim eingebildet. So, da waren wir gerade. Schauen wir mal da. Okay, da gibt's nichts. Ja gut, die Gegner muss man eigentlich gar nicht besiegen, Mann. Sind ein bisschen so hier. Immer noch Trainingsgegner, muss man ja auch sagen. Ist ja auch ganz gut. Weil es ist schon ein bisschen was anderes hier vom Gameplay als so andere Hack-and-Slay-Spiele. Aber die Gewalt funktioniert trotzdem. Und wenn die Gewalt funktioniert, ist die Welt in Ordnung. Also Leute, dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt hier noch ein paar Gegner rumgeschmissen haben, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Darksiders und ich verabschiede mich. Ich war so ein Starfixer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ein herzliches